Moin, moin. Ich befinde mich hier gerade noch an Land, aber gleich werde ich mit der Barkasse, die hinter mir ist, zum Schiff Mount Whitney gebracht. Mount Whitney ist ein Schiff der Amerikaner und ist vor allem so ein amphibisches Schiff, das mit Helikoptern und dass man Truppen transporten kann. Und ich bin zuständig, dass eben die ausländischen Schiffe, in diesem Fall die amerikanische Schiff, eine optimale Betreuung vor Ort erfährt, eben die kulturellen Aspekte von Deutschland einfach kennenlernen lassen etc. Das Einlaufen der internationalen Schiffe, einen Tag vor dem Start der Kieler Woche, eröffnet die Mount Whitney. Sie ist das Flaggschiff der 6. US-Flotte, ein alter Bekannter in Kiel. Insgesamt sind es 31 Schiffe aus 11 Nationen, die im Kieler Tirpitzhafen festmachen. 2 Wochen war die Mannschaft der Mount Whitney auf See, um die Landeshauptstadt zu erreichen. Eine lange Zeit, in der die Besatzung ihre Heimat auch schon mal vermisst. How's my family doing? Well, I miss them a lot and I think they miss me too. So it's difficult, but we keep in touch via email and when we're on land, we're able to communicate iPhones. So. Voller Vorfreude blicken die amerikanischen Seeleute ihrem ersten Landgang in Kiel entgegen und freuen sich auf eine aufregende Kieler Woche. It's the biggest party in the world outside of Oktoberfest. Who's not going to go party? If it works out the way I'm hoping, I won't remember Kiel Week. An Land treffen wir US-Marineattaché William Sachs, der wichtigste Vertreter der US-Navy an Land. War heute und diese Wochenende bin ich ganz froh, wieder hier in Kiel zu sein. Das Marinestaat, einfach, ja? Feierlich wird das US-Flaggschiff beim Einlaufen in den Hafen vom Deutschen Marinemusikkorps begrüßt.